Die Projekte, die hier entstanden sind, das können wir jetzt schon sagen, die sind alle wirklich fantastisch und spektakulär. Deswegen freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen und mit euch auf die folgende Präsentation. Genau, ihr seid alle Gewinner, das ist eh klar. Ich meine, ihr habt ein krasses Wochenende hinter euch, ihr habt mega viel gelernt, ihr habt irgendwie gecodet, gebastelt, gelötet, geschrauft. Und Sie werden gleich sehen, was dabei alles rausgekommen ist. Ein paar Projekte werden dann nochmal besonders gewürdigt. Wir haben nämlich auch eine Jury da, die stellt Sven nochmal gleich vor. Ich möchte die Kategorien nochmal vorstellen, die wir prämieren werden. Es gibt einmal am Ende den Preis für den besten Code, dann für das beste Design. Wir werden einen Aha-Moment haben, das ist der Preis für das Projekt, wo man denkt, so, da hätte schon früher jemand draufkommen können. Wir hatten jetzt bei Jugendtag Ost das Thema Nachhaltigkeit als Schwerpunkt. Da war die Nadja am Freitag da vom Sukuma-Verein aus Dresden, hat einen tollen Vortrag dazu gemacht. Das heißt, wir werden einen Sonderpreis ausloben für das Projekt, das das Thema Nachhaltigkeit am schönsten mit integriert hat. Und natürlich das Motto von Jugendtag, das Code die Welt verbessern. Dafür gibt es dann auch noch einen Preis. Und nicht zu vergessen, ihr dürft auch noch abstimmen. Ihr habt Zettel gefunden auf euren Stühlen. Das heißt, ihr könnt am Ende euer Lieblingsprojekt ankreuzen oder online abstimmen, wenn ihr das lieber alles digital machen wollt. Wir werden am Ende nochmal einen QR-Code einblenden, dann könnt ihr das alle abscannen und online abstimmen. Aber natürlich nur eins von beiden, sonst wäre es ja hier. Ja, das ist die Aufgabe des Publikums. Die Aufgabe der Jury ist es, eben die fünf anderen Preise zu bestimmen. Und zu der Jury komme ich jetzt direkt und stelle sie mal einzeln vor. Damit zum einen die Sandra Marmitsch, die auf der Republika für die Programmleitung verantwortlich ist. Dann haben wir zum nächsten den Herrn Friedemann Höller von der Stadt Dresden, der aktuell an einem Open Data Konzept werkelt für die Stadt Dresden. Dann den Lennart Happe vom Sukuma e.V. Und last but not least die liebe Hanna, die das ganze Wochenende schon als Mentorin mit dabei war und den Blick von innen in die Jury mitbringt. Ja, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz Danke sagen, denn so ein Event wäre ohne die Hilfe von vielen engagierten Menschen und Vereinigungen nicht möglich gewesen. Zum einen natürlich erstmal Danke ans Medienkulturzentrum. Danke an euch. Gerne. an den Code Week Award, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Technische Universität Dresden wollen wir besonders danken für diese wunderbaren, fantastischen Räumlichkeiten. Alles hochmodern und sehr viel Raum für viele Ideen. Weiterhin wollen wir WebHit danken, dem MITC Verlag, Get Digital und Communado. Ja, weiter geht's. Dankeschön auch an das Doku-Team, Benjamin und Markus, die das ganze Wochenende schon mit Videokamera unterwegs sind und ja, ich denke, einen fantastischen Doku-Film zaubern werden. Danke auch an Steffen Haas, der schon das ganze Wochenende fleißig Fotos macht. Und ja, ich möchte mich nochmal ganz besonders beim Team des Medienkulturzentrums bedanken, das die ganze Zeit am Wochenende hier im Hintergrund gewerkelt hat. Also danke an Hannes, danke an Christina, danke an Almut, Ulrike, Axel und Jenny und in Abwesenheit der Kirsten. Vielen, vielen Dank. Gehört halt zu so Abschlusspräsentationen dazu, da sagt man immer ganz viel Danke. Die zwei Herzen, die stehen für mich immer ganz besonders für die Mentorinnen und Mentoren, ohne die dieses Wochenende einfach nicht möglich wäre. Die Jugendlichen, die hierher kommen, die werden das ganze Wochenende über betreut von ehrenamtlichen Softwareentwicklern, Hardwareentwicklern und Entwicklerinnen natürlich auch, die Jugendlichen mit technischen Fragen löchern können, die helfen denen dann dabei, wenn sie ihre Projekte umsetzen oder mal irgendwo stecken bleiben. Das heißt, ohne all diese Menschen wären unsere Veranstaltungen einfach nicht möglich. Also großer Applaus an die Mentoren. Und das machen wir sonst gar nicht so oft, ein großer Dank auch an die Teilnehmenden hier. Es lief alles so gut mit euch. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Niemand hat verschlafen, ich weiß nicht, ob das schon jemals passiert ist bei einem Jugendtag. Es war wirklich sehr genau. Deswegen auch an euch immer super, dass ihr so mitgemacht habt. Ihr habt immer pünktlich, ihr wusstet immer alle Bescheid. Es war wirklich Spaß gemacht. So, aber jetzt geht's richtig los, oder?
gleich. Nein, sorry. Nein. Genau, wir haben noch kurz ein paar Kommunikationskanäle für euch, die wir während JugendHackt nutzen. Zum einen haben wir gerade einen Livestream laufen. Ich hoffe, er läuft. Zum zweiten dürft ihr auch gerne twittern. Und zwar unter folgenden Hashtags. Einmal Hashtag JugendHackt und zum zweiten Hashtag JHOST. Aber schreiben wir direkt nochmal an. Dann habt ihr es immer im Blick und dürft fleißig los twittern. So, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit den ersten Projekten. Und das erste Projekt ist vor allem was für Musikliebhaber. Denn Musik hat bisher eigentlich noch nie was schlecht gemacht. Und das folgende Projekt wird mal zeigen, wohin die Reise gehen kann. Mit Musik und Likes und allem, was dazugehört. Bühne frei für Beatroot, Marc und Stefan. Musiknetzwerk. Da geht es vor allem darum, dass für beide Seiten, also für den Zuhörer und für den Produzenten von Musik, halt eine Möglichkeit ist, das zu benutzen. Für den Zuhörer ist es fürs neue Musik entdecken und halt zu sehen, was gerade so neu rauskommt und auch von unbekannten Künstlern Zeug zu sehen. Während für den Produzenten, der kann sehen, wie seine Musik bei den Zuhörern ankommt. Und ja. Dann schauen wir uns unser Projekt mal an. Also wenn man als ganz normaler Nutzer erstmal auf die Seite kommt, findet man erstmal sozusagen den Button Start Listening, womit man sich dann zufällig ausgewählte Tracks anhören kann. Dort findet man außerdem einen Button für Upvote, Downvote und für Skip, also wenn einem halt das Lied gefällt, nicht gefällt oder halt wenn man das Lied überspringen möchte. Ja, dann kann man sich auch anmelden bzw. registrieren. Das ist vor allen Dingen für Publisher sehr interessant, weil man dadurch eigene Musik auch hochladen kann bzw. sein Konto mit einem Konto von oder mit seinem Soundcloud-Konto verknüpfen kann, um Tracks auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Ja, das Ganze demonstrieren wir hier mal. Also wir suchen uns einfach einen Soundcloud-Link von unserem Profil raus. Laden das hoch und schon erscheint auf unserem Dashboard der neue hinzugefügte Track, welcher jetzt erstmal noch 0 Upvotes, Downvotes und 0 Skips besitzt. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal ein paar Tracks anhören. Beispielsweise diesen, den können wir jetzt mal mit einem Download bewerten. Dann spielen wir es halt automatisch zum nächsten weiter. Ja, und jetzt hören wir schon den neuen hinzugefügten Track, den wir jetzt auch mal mit einem Upvote bewerten können. Dann wird einem automatisch auch der entsprechende Titel und ein Soundcloud-Link angezeigt. Und in unserer Statistik sieht man, dass der Titel halt einen Upload bekommen hat und somit weiß halt der Publisher, wie seine Tracks entsprechend beim Publikum ankommen. Ja, das haben wir am Wochenende so gemacht und da hatten wir eigentlich eher weniger Probleme. Ein Problem, was wir hatten, war die Soundcloud-API zu benutzen, weil darüber läuft das Ganze. Aber das haben wir dann auch rausbekommen und wir haben auch viel darüber gelernt, über die Soundcloud-API. Und in Zukunft können noch ein paar Feature dazukommen, wie eine Upload-Historie, dass man alles sieht, was man halt geuploadet hat. Oder dass wir die User ein bisschen mehr vernetzen, dass man zum Beispiel die geuploadeten Tracks von deinen Freunden hören kann. Und ja, danke fürs Zuhören. Beim nächsten Projekt geht es um was, wo ich mich immer mal wieder sehr aufrege und ich glaube, Sie kennen es auch, wer noch nicht im Straßenverkehr schon mal geflucht über irgendwie Fußgänger, die unaufmerksam sind oder zu schnell fahrende Autos.
Deswegen bin ich ganz gespannt auf Smart Street Monitoring System. Kommt ihr nach vorne? Das sind Pascal, Raphael, Justus, Paul, Henning, Johannes und Thomas. Monitoring System. Wir bestehen aus dem, wir sind eine SEMA-Gruppe, wir sind jetzt in der 6, einmal ein bisschen im Bild. Ich bin Johannes, das ist Pascal, Henning, Thomas, Raphael, Justus und Paul ist noch dabei. Ja, unsere Idee entstand hier dadurch, dass es im Jahr Verkehrstote in der Höhe von 100 in Prag gibt. Das sind ungefähr 1,2 Millionen Menschen jährlich. 80% dieser Unfälle lassen sich durch technische Warnungen verhindern und deshalb haben wir uns gedacht, okay, wir entwickeln ein, oder wir versuchen es zumindest, ein komplexes System zur Analyse des Verfahrens und zur entsprechenden Ausgabe einer Warnmeldung zu geben. Als Technik, wir haben halt diese smarte Straße, das ist ein Arduino, das ist eine Messstation, die rechnet dann die Geschwindigkeit aus. Diese Daten gehen dann, was hier nicht zu sehen ist, an den Raspberry Pi. Die machen dann, dadurch werden Daten dann auf den Server hochgeladen und man hat das dann in einer Datenbank, wo die Daten wieder runtergeladen werden können von Software über eine URL-Request und auch man die Daten, jeder wirklich die Daten sich runterladen kann in einem CSV-Format, also brauchbar. Und dann haben wir noch eine Analyse-Software entwickelt, die Autos, ein Diagramm erstellt aus den Autos pro Stunde. Das Ganze. Ja. So, und dafür, das ist jetzt eine kleine Demonstration, wenn sie funktioniert, von diesem ganzen Projekt, wie das dann halt hier ablaufen soll. Und so entstehen dann entsprechend die Tabellen aus. Und das wollen wir einmal die. Ja, also das hier ist unser Testauto. Das fährt über diese Schiene, die wir hier aufgebaut haben, mit der entsprechenden Sensoren umgebracht. Und ich werde erstmal schnell drauf. So. Und jetzt fährt er nochmal langsam. Und wenn er eben zu schnell ist, dann leuchtet hier die rote Lampe. Und jetzt fährt er nochmal langsam drüber. Und wie wir sehen, die grüne, in diesem Fall leuchtet die grüne Lampe, das ist halt das direkte Feedback. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit, falls es noch Fragen gibt, das stehen wir gerne zur Verfügung. Wir wollten noch Danke sagen an Klaus und Kuppe dafür, dass ihr quasi die ganze Zeit neben uns saßen und uns geholfen habt, sonst wäre das nichts geworden. Ja, vielen Dank an euch. Wir kommen zum nächsten Projekt. Wir alle wissen, dass Technik heutzutage immer kleiner und leistungsstärker wird
Geräte wie Arduinos oder Raspberry Pis verwenden die Jugendlichen wie bei Jugendhackt, quasi wie aus dem FF. Diese Geräte sind heutzutage in vielen Haushalten, bei vielen Leuten im Dauereinsatz. Dass aber auch diese kleine leistungsfähige Technik an ihre Grenzen stößt. Damit beschäftigt sich das nächste Projekt, Watch My Pi. Tobias, Hartmut und Jan, bitte kommt nach vorn. Tobias, Jan und Hartmut von Watch My Pi. Und wir haben in den letzten Tagen eine Monitoring-Software für den Raspberry Pi entwickelt. Zur Anmerkung für unser Logo, das ist ganz eindeutig ein Kuchen auf einem Himbeere. auf den Namen. Also, was ist Watch My Pi? Ein Monitoring-Programm, was dann auch uns Feedback sendet über das Verhalten. Wir haben, uns ist wichtig, dass wir halt auch, wenn wir den Raspberry Pi nicht direkt überwachen und der im Hintergrund irgendwie läuft, irgendwelche Anwendungen über längere Zeit durchführt, wir werden trotzdem ein Feedback darüber erhalten können, was da los ist. Unsere Schwerpunkte sind dafür die ressourcenschonende Überwachung, eine einfache Installation und Bedienung, damit auch wirklich jeder dieses Programm bedienen kann, weiterhin eine individuelle Anpassung an die eigenen Bedürfnisse und externe Benachrichtigungen. Bedeutet, wenn etwas schief geht, soll es nicht darauf Text-T-Datei geben, sondern zum Beispiel per E-Mail. Komme ich nun zu dem Technischen. Beim Technischen war es wichtig, dass der Pi eine geringe Ressourcenquelle ist, weil es nun mal ein sehr kleiner Computer ist. Deswegen haben wir uns gedacht, es läuft die ganze Zeit ein sehr schonendes Skript durch, welches erst auslöst, wenn es eine zu hohe Belastung gibt. Gibt es diese zu hohe Belastung, werden die genauen Prozesse, die es dort gibt, abgescannt und Prozesse, die viel zu viel Platz einnehmen, welche nicht normal ist, sofort abgewürgt. Kommt es dabei vor, also kommt es zudem, wird außerdem eine E-Mail abgeschickt, die den Nutzer dabei berichtet, was da abgewürgt wurde und warum es das tat. Denn es liegt ja daran, dass der Pi häufig dafür benutzt wird, um Aufgaben wegzulagern und deswegen beobachtet man nicht, welche Prozesse da genau verlaufen. Zu den Problemen, die wir hatten. Also wir hatten erstmal das Problem, dass nur einer von uns Python konnte und wir halt die Sprache erstmal lernen mussten oder das erstmal anschauen mussten. Dann hatten wir noch die Probleme, dass wir erstmal diesen Load auslesen mussten. Das haben wir mit einer Library geschafft und auch die PIDs, also die Programme zu erkennen und gegebenenfalls zu beenden. Das haben wir alles mit einer Library geschafft und dann gab es halt noch das Problem, eine E-Mail zu versenden. Ja, und da gab es auch eine schöne Library dazu und am Ende hat das eigentlich relativ gut alles funktioniert. Ja, nun so eine Kurzdemo, die wir einfach mal vorbereitet hatten. Und zwar, hier vorne liegt ein Raspberry Pi, auf dem das Ganze eingerichtet wurde. Und ich bin jetzt per SSH darauf verbunden. Das heißt, ich starte jetzt einfach mal dieses Skript, was ich hier vorbereitet hatte. Dieses CPU Load. Hier zeigt es uns an, welchen Speicherplatz es gibt. Ich hoffe, das kann man trotzdem noch ein wenig erkennen. Und rechts starte ich jetzt einfach mal ein sehr anwendungsreiches Programm, welches den Pi sozusagen dazu bringen soll, zu crashen. Und schon kam es dazu, dass die Warnung hier ausgegeben wurde, Achtung, Achtung, hier ist etwas passiert, Prozess wurde getötet und wir haben sofort schon eine Mail bekommen. Da, ganz oben. Ganz oben. Welche uns auch über die Nummer des Pis informiert, damit wir genau wissen, welcher Pi betroffen ist. Genau. Danke fürs Zuhören. Achso. Weiterführend haben wir noch einige Projekte, die wir da angehen könnten. Zum einen wollen wir das benutzerfreundlicher machen. Eine Konsole, eine Konsolenanwendung ist nicht für jeden geeignet und wie bereits gesagt, auch individueller, zum Beispiel, dass man nicht an eine Web-E-Mail schickt, sondern eine Text-T-Datei oder zum Beispiel im Internet irgendwas angelegt wird. Das war's. Den inneren Schweinehund manchmal oder häufiger zu überwinden, darum geht es im nächsten Projekt. Weil gute Vorsätze, die hat man ja immer mal wieder, aber sich dann daran zu erinnern und sich auch daran zu halten, ich glaube, dabei wird uns das nächste Projekt helfen. Deswegen grüßen wir ganz herzlich den nachhaltigen Wochenplan mit Maximilian, Tillmann, Janis.
kümmern, sondern ich heute unsere Website über den nachhaltigen Wochenplan vorstellen. Wir haben zuerst die Seite, unsere Homeseite, und das ist die Ressourcenverschwendung der Menschheit mit den Unterpunkten, den normalen Fakten, den ökologischen Fußabdruck, virtuelles Wasser und dann nochmal die normalen Fakten von Berlin und Brandenburg. Kommen wir nun zu den Tipps. Bei den Tipps haben wir erstmal nur an den Benutzer, also an den User Fragen, an den User Fragen gestellt, damit die sich mit dem Thema beschaffen. Und dann, falls einem keine Antworten einfallen, stehen darunter noch ein paar Antworten. Und falls es noch nicht genug Infos sind, sieht man da nochmal die Twitter-Seite von Greenpeace. So, da haben wir noch was erstellt. Da viele Leute auch vielleicht nicht selber so drauf kommen, was man im alltäglichen Leben für die Umwelt tun kann, haben wir jetzt persönlich ein Forum per PHP Bullet Board erstellt, das eigentlich relativ standardmäßiges Forum ist, wo man selbst jetzt einen Beitrag oder ein ganzes Thema erstellen kann und es mit anderen Leuten teilen kann. Zum Beispiel also fragen, was kann ich jetzt tun, und dann können andere User da reinschreiben, wie, was du halt tun kannst, zu antworten, und das kannst du natürlich dann auch selber beobachten. So kommen wir dann zum eigentlichen Kern dieser Website, und das sind die Wochenpläne. Hier haben wir erstmal ein paar Vorschläge für die Nutzer angegeben, für einen, der im Büro arbeitet, für einen Sportler und einen Schüler. Es sind nur Muster, nichts, wonach man sich richten muss. Und später soll halt noch dazu kommen, dass man seinen eigenen individuellen Wochenplan macht, wofür jetzt wir noch nicht die Zeit hatten. Und es soll mit einer App verbunden werden, die einen jedes Mal die einen dann benachrichtigt, dass man gewisse Dinge noch tun muss und sie einhält. Das war unser Vortrag. Das war unsere Vorstellung von unserer Website. Danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. Es wird sportlich. Und zwar geht es um Skateboards. Wie oft ich in meinem Leben auf Skateboards gestanden habe, das kann ich an einer gebrochenen Hand erzählen. Ich habe das Projekt, das jetzt kommt, schon das Wochenende ein bisschen argwöhnisch betrachtet, aufgrund meiner Erfahrung mit Skateboards. Vielleicht lasse ich es aber doch mal auf einen Versuch ankommen. Ich würde bitte Yannick und Georg mit ihrem Projekt Oboboard auf die Bühne bitten. Und das ist das Roboboard. Wir haben uns gefragt, kann ein Skateboard noch was anderes sein außer ein Skateboard? Und da kam mir die Idee, und dann am nächsten Tag hat sich dann herausgestellt, dass Georg gerne mitmachen will. Und dann haben wir halt erstmal geguckt, wie wir es machen. Und weil hier am besten das aus Lego ging zu bauen, haben wir den Prototyp von Prototyp gebaut, und der hat halt die Fähigkeit, dass der fahren kann, und wenn der zum Beispiel in einer Klippe runterfährt, dass der dann nicht runterfährt, sondern stehen bleibt und rückwärts fährt. Das werden wir gleich beim Versuch sehen. Dauert kurz, so lange kann ich noch sagen, dass wenn das fährt, dass es dann wenn man dann zum Beispiel hier eine Hand hinhält oder eine Mauer da wäre, die etwa wie zum Beispiel eine Treppenstufe ist, dann würde das stehen bleiben. Können wir auch gleich sehen. Weiter mit dem Klippenteil. Und
Das Wort sollte eigentlich dann am Ende so richtig gut aussehen. Ich habe davon auch schon eine Zeichnung mal früher gemacht, von einem Skateboard, was strombetrieben ist. Jetzt mit der Klippe das. Dem aktuellen Anlass, besonders die Hochwassergebiete in Bayern, was zuletzt aktuell war, haben wir uns halt gedacht, wie können wir solchen Leuten besonders schnell und einfach gewisse Hilfeleistungen bieten. Und da sind wir auf die Idee gekommen, eine Webplattform ins Leben zu rufen mit dem Titel Wer hat was? Einfach daher abgeleitet, weil wir uns gedacht haben, wer hat irgendwas und wie kann er damit helfen. Und der Sinn dahinter ist, jeder kann sich registrieren und kann für eine spezielle Region halt einen Eintrag stellen, wie für Wasserhilfe braucht oder halt hier helfen kann. Und das werden wir uns auch nochmal kurz demonstrieren, wie das dann aussieht. So, auch von mir, das übernehme ich jetzt, wenn wir uns eingeloggt haben. Genau, das ist unsere Applikation. Also wie man gesehen hat, Login und total simpel gehalten. Wir haben also hier einzelne Kategorien, sondern nicht alle, sondern ein paar einfach so rausgenommen und zeige ich einfach mal den Notfall. Das heißt, man tippt das ein und bekommt dann hier sofort eine Anzeige, je nachdem, was man eingegeben hat bei der Registrierung, was man für eine Adresse hat, was es in der Nähe gibt, je nachdem natürlich geordnet, wo es ist. Und da sieht man zum Beispiel Diebstahl meiner Gartenpflanze und die Person braucht unbedingt Hilfe und es ist in der Entfernung von 5,9 Kilometern. Also da könnte man dann schon helfen. Und genau, und natürlich ist es nicht nur helfen und so, sondern man sollte natürlich sowas auch erstellen können. Deswegen habe ich hier diesen tollen Knopf. Sollte jetzt so sein? Genau, so. Oh. Kann man dann hier einfach den Titel eingeben, zum Beispiel Hilfe ist immer gut. Dann seine Post einzahlen und beschreibt dann sein Projekt. Das heißt, ich bin eine alte Frau. Und meine Einkäufe müssen transportiert werden. So. Dann kriegt man noch die Kategorie an, das ist dann zum Beispiel Haushalt und dann Notwendigkeit, das weiß jeder hoch. Gibt das und dann Haushalt, sieht man hier, 4334 Kilometern
Kriegt jemand nach Haushalt? Geht und dann trotzdem noch ewig warten muss. Das Team von Aktiv Wartezeit hat aber schon die passende Medizin parat. Bitte kommt auf die Bühne, Linda, Linda, Maximilian und Daniel. Also wir sind das Team Aktiv Wartezeit. Ich bin Linda, das ist Max. Da ist Daniel. Unser Prototyp, den wir entwickelt haben, heißt WAR. Das bedeutet Wartezeitoptimierung in Arztpraxen. Und jeder kennt das, es ist nervig beim Arzt, stundenlang zu warten, bis man dann irgendwann mal drankommt. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Und man könnte so viele andere sinnvolle Dinge noch in dieser Zeit tun. Und da haben wir uns gedacht, man könnte ja in der Zeit zum Beispiel spazieren gehen oder einkaufen gehen. Man müsste halt nur benachrichtigt werden, wenn man dran ist. Und da haben wir eine Art Pager gebaut, also den kann man dann mitnehmen. Und da wird man halt, wird dann gezeigt, wie lange man noch warten muss. Und dann sind da halt zum Beispiel Lampen, die anzeigen, wie lange es noch dauert. Und wenn man dran ist, macht es ein Geräusch, damit man es auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss, sondern in die Tasche tun kann und dann macht es halt ein Geräusch und dann weiß man, ich muss zum Arzt gehen und ich komme auch dran. Wie das funktioniert, zeigen jetzt die beiden. Genau, also das Ganze wird über die Webseite gesteuert, die muss ich einloggen. Damit nicht jeder Gerät manipulieren kann. Und dann kann man über dieses Formular den Status der Wartezeit ändern. Ich stelle es jetzt mal auf Bitte kommen, sende es ab. Das Ganze wird dann in eine Textdatei geschrieben, die dann immer abgerufen wird und es hat eine kurze Latenz. Aber eigentlich muss es jeden Moment eine Statusänderung erfahren. Die erfolgt akustisch, also man hört es und man hat halt auch eine Lampe. Und genau. Also das System dahinter ist, dass in den beiden Geräten, also im Sender und Empfänger, sind Arduinos verbaut. Und die stehen, also der Sender steht im Kontakt mit dem PC und greift dort eben auf die Daten zu und versendet die dann. In der Praxis soll natürlich dann das Ganze per Funk gelöst werden, damit man sich auch relativ weit entfernen kann. Ende des Jahres erscheint dazu ein System, das heißt LoRa, und das könnte man beispielsweise dafür nutzen. Es hat eine Reichweite von über 12 Kilometern. Das wäre dafür eben sehr gut geeignet. Also wir möchten uns vor allem bei unseren Mentoren Daniel und Felix bedanken. Und auch an diese Veranstaltung, weil es uns hier sehr viel Spaß gemacht hat, das Wochenende zu verbringen. Danke. Uns hat es auch Spaß gemacht, auch wenn das Wetter manchmal nicht so gut war. Wir hatten ab und zu schon blauen Himmel, aber nicht ganz viel. Was blauer Himmel, ganz kleine Partikel, ganz viel Hardware und Hardskills miteinander zu tun haben kann. Das erklärt euch jetzt Blue Sky von Julia, Robin, Martin und Tobi. Ja, wir sind das Projekt Blue Sky, werden die anderen noch aufbauen, erkläre ich euch schon mal ein bisschen, was unsere Intention mit diesem Projekt war.
Und zwar ging es dieses Mal bei Jugendtech hauptsächlich als Spezialthema um das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen wollten wir uns auch, weil es ein Spezialthema ist, was vielleicht jeden von uns betrifft, auch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und zwar hatte Maurice die Idee gehabt, dass wir uns damit beschäftigen, um die Luftverschmutzung, welche in Großstädten zum Beispiel auftritt durch Feinstaubbelastung. Unser Projekt wird daraufhin verwirklicht, dass man zu Hause Arduinos stehen hat, an welchen noch später Sensoren angeschlossen werden, womit man Feinstaubbelastung messen kann. Diese Feinstaubbelastung wird dann zusammen mit den Geodaten über ein PHP-Skript an einen Raspberry Pi geschickt, welcher eine als Datenbank dient. Und dieser schickt das Ganze wieder via PHP-Skript an eine iOS-App, welche uns dann diese ganzen Daten auf einer Karte und darstellen kann und dazu noch Tipps. Also das ist der Arduino. Das ist zugesagt, dass die Messstation der ganzen Messungen, die werden aber erstmal simuliert, da wir, wie gesagt, keine Messungen haben, keine Sensoren. Die werden dann über das WLAN, also das LAN-Tool, was hier oben drauf ist, an den Raspberry Pi weitergesendet. Ja, auf dem Raspberry Pi nimmt das dann ein Script an. Und dieses transportiert es dann halt zu einer Datenbank, wo das reingeschrieben wird. Und dann kann die App sozusagen das wieder aus dieser Datenbank abrufen und auch die Daten dann aufbereitet bekommen. Okay, dann werde ich jetzt mal kurz die App vorstellen. Also ein zentrales Element ist natürlich eine Karte, in diesem Fall von Dresden. Und der blaue Punkt kennzeichnet quasi unsere Position. Es ist auch schon ein Feinstaubwert hier für das TU-Gelände eingetragen. Der ist grün, also quasi ein guter Wert für eine Stadt. Dann überprüfen wir mal den Status von unserem Standort. Da steht gute Luft. Heute ist die Luftqualität wirklich sehr gut. Sie verdient es nicht, beschmutzt zu werden. Ich will mich auf deinen Rat. Ja, und das soll quasi dazu animieren, nachhaltiger zu leben. Nun werden die Daten von dem Arduino quasi der Messstation generiert und anschließend in der Karte angezeigt. Das dauert jetzt kurz ein paar Sekunden. Es verbindet gerade mit dem Raspberry, damit die Daten übertragen werden können. Wenn wir jetzt Glück haben, würde jetzt auf dieser Karte ähnlich wie zu wie da ein Messwert angezeigt, welcher dann entsprechend wie der Messwert ist, grün, gelb oder rot angezeigt wird. Grün steht dafür, es ist eine gute Feinstaubbelastung, also relativ wenig Feinstaub. Gelb wäre normal, geht mal noch. Rot wäre dann sehr, sehr schlecht. Und sobald sich dieses dann in der Nähe befindet, da oben ist jetzt ein Neuwert entstanden, dieser ist auch relativ gut. Und wenn jetzt in der Nähe des Punktes, wo wir uns befinden, welcher mit dem GPS ausgemessen wird, ein schlechter Wert sich befindet, so würde das dazu führen, dass wir eine Meldung kriegen, ja, nutz doch lieber dein Fahrrad und statt dein Auto, denn hier ist die Feinstaubbelastung eh schon viel zu hoch. Ja, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Smart Robot, Smart Waste, es ist ein
Mülleimer, der selbstständig zwischen Metall und sonstigem Müll unterscheiden kann und diesen automatisch trennt. Genau, wie sind wir drauf gekommen? Wir haben uns gedacht, das Thema von diesem Jahr ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, kurzer Gedanke, Mülltrennung. Mülltrennung kann jeder machen, machen aber meistens viele nicht, weil entweder fehlt die Zeit oder kein Bock oder andere Möglichkeiten, warum man das nicht machen möchte. Wir haben gedacht, okay, warum kann das die Mülltonne nicht selber machen? Gibt es da eigentlich ein Problem? Wir haben keins gefunden, deswegen haben wir unsere Smart Waste gebaut. Genau. Auf der Hauptwippe, wo der Müll landet, haben wir Kupferdraht angelötet und mit Kabeln an einem Arduino verbunden. Darüber erzählt Philipp noch mehr. Und wir werden das Ganze jetzt mal demonstrieren. Und zwar haben wir hier einen Ultraschallsensor und halt den Metalldetektor. Wenn man jetzt ein metallisches Objekt drauflegt, ja, jetzt wird dieses Objekt erstmal durch den Ultraschallsensor gescannt, was da liegt. Liegt da etwas da rein? Und okay, wenn dann was gescannt wurde, dann wird dieser Entfernungssensor halt nochmal geprüft, ob da eine Verbindung besteht. Und wenn eine Verbindung entsteht, dann bewegt sich dieser Servomotor in die eine Richtung und der nicht in die andere, sodass das getrennt wird. Das haben wir jetzt noch nicht sehr gut ausgereift und hat noch ein, zwei Probleme. Es dauert relativ lange und funktioniert auch nicht immer. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Wir haben es schon öfters getestet. Und die Idee ist halt, dass es jetzt, wir können nur Metall und Papier oder Plastik unterscheiden, dass man halt nochmal Plastik und Papier unterscheiden können. Und da können wir zum Beispiel mit der Lichtdurchlässigkeit arbeiten. Genau, und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt noch mal hinkriegt. Alles mit Metall. Probieren wir jetzt mal erstmal. Das ist der klassische Vorführeffekt. Ja. Ich war vor einer halben Stunde noch bei denen im Raum und da hat es funktioniert. Dann haben die mir das noch gezeigt. Auf jeden Fall wird man das Projekt noch alltagstauglich. Ja. Schokolade gekauft, dann brauchen Sie doch eigentlich keinen Kassenzettel, denn wer gibt schon eine Tafel Schokolade zurück?
Und auch so, wenn man einen Kassenzettel braucht, ist es einfach sehr viel Papierverschwendung, immer einen Kassenzettel zu bekommen. Nur mal so als Zahl, in Deutschland werden pro Kopf pro Jahr ungefähr 250 Kilogramm Papier benutzt. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie kann man dann das Papier auf diesem Gebiet, dem Kassenzettel, einsparen und haben auch eine Lösung gefunden. Das ist unser Projekt, Q-Argon. Unser Projekt heißt Q-Argon und in unserem Team sind Caleb, Lars, Noah, Karl, Jorik und ich. Also, Janisi kauft der Kunde ein, dann wird die Rechnung online gespeichert und der QR-Code wird angezeigt. Dann kann der Kunde den QR-Code scannen und dann kann der Kunde auch sehen, was hat er gekauft und wann genau. So, das führen wir jetzt einmal kurz vor. Genau. Wir haben hier eine große Kiste mit wenig drin, wahrscheinlich wie viele Produkte im Supermarkt. Und darauf ist ein großer roter Knopf. Normalerweise würde jetzt das eine Kasse sein und man würde bezahlen. Danach wird ein QR-Code generiert, sollte jetzt auf diesem Bildschirm erscheinen. Scheint nicht zu erscheinen. Ist er an? Dort erscheint gleich ein QR-Code. In diesem QR-Code steht eine URL drin, die leitet dann auf eine Website, die haben wir mit Angular.js gebaut. Dort wird dann aus einer Datenbank werden die Daten über den Einkauf wieder geladen und in dieser Website angezeigt, übersichtlich und als Kassenbon. So, jetzt haben wir hier eine URL. Genau. Hier erscheint eine URL. Und wenn man diese nun öffnet, erscheint unsere Website mit was man so gekauft hat. Sehr viel Mate und Show-Alpakas. Was man also braucht. Genau, ein paar Details wollte ich Ihnen noch nennen. Das ganze Kassensystem basiert auf einem Raspberry Pi und dieser schickt halt dann die Rechnung oder die Kassenzettel an die Datenbank und dadurch können wir dann halt später mit dem Smartphone darauf zugreifen. Ja, und dann bedanken wir uns nochmal besonders bei den Mentoren für dieses tolle Wochenende und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, das zweite Teil ist hier. Was ist dunkles Schwarz? Wird meistens heiß serviert, manchmal auch mit Milch und ist für viele sowas wie ein Lebenselixier. Kaffee. Denn Kaffee ist genau das Stichwort von Marco und Elias. Mit dem Projekt Internet of Coffee. Internet of Coffee, wie bereits angekündigt.
Und es kennt doch vielleicht jeder das Szenario. Man hat einen derben Kater an Ort gemacht, weil man. Ist doch normal, wenn man zu viel Mate trinkt. Gerade frisch aufgewacht. Man fühlt sich komplett schlecht. Und was hilft da? Genau, Kaffee. Aber ich meine, um Kaffee zu holen, muss man ja erstmal in die Küche gehen, Kaffeemaschine starten und dann noch 15 Minuten warten, um den Kaffee zu bekommen. Da haben wir uns gedacht, wie kann man das verbessern? Na klar, mit einer ferngesteuerten Kaffeemaschine. Ist schon in Ordnung, wenn da Leute sagen, ja, habe ich schon mal von gehört, gibt's doch schon. Wir haben uns gedacht, wir machen das Ganze modular, damit man seinen eigenen Kaffee sozusagen im Voraus zusammenstellen kann und sozusagen einen Starbucks zu Hause hat. Genau, wir haben eine Kaffeemaschine mit einer Webschnittstelle entwickelt. Man kann einfach sagen, mach mir bitte mal einen Kaffee. Das machen wir auch gleich. Man kann die Temperatur abrufen. Und ja, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, dann fängt es an zu heizen. Das symbolisieren wir hier durch eine LED. Eine echte Heizwende oder ähnliches durften wir nicht bauen, weil dazu hätten wir Kurzspannung nehmen müssen. Genau, jetzt hat es fertig geheizt und jetzt bewegt ein Schrittmotor, der von dem Raspberry Pi angesteuert wird, den Kanister mit dem Wasser über den Kaffeefilter. Das heiße Wasser läuft in den Kaffeefilter durch und in die Tasse. In dem Vortrag zu sagen, was dieses Projekt jetzt, wie man mit diesem Projekt die Welt verbessern kann. Das ist halt Kaffee. Genau, und ja, Probleme hatten wir relativ. Es ging. Das größte Problem war halt die Heizspule, die wir nicht machen konnten, weil wie gesagt, wir nicht mit Netzspannung arbeiten dürfen oder ähnliches und sich Wasser und Elektronik jetzt nicht so gut vertragen. Und letztendlich auch das Übertragen von Skripten von einem Arduino auf ein Raspberry. Das ist relativ schwierig. Genau. Mist, ich muss noch einkaufen.
Ja, dafür hat unser Projekt jetzt eine Lösung gefunden. Und wie das funktioniert, erklärt jetzt Olivia. Ja, also das Problem, das ist so konzipiert. Wir haben eine Webseite. Unser Kunde geht auf die Webseite und möchte zum Beispiel Äpfel bestellen. Warum auch immer, aber er möchte Äpfel bestellen. Also ich entscheide mich jetzt mal für die Bostock-Äpfel und sage, ich möchte 3 Kilogramm bestellen. Dann gehe ich auf meine Kasse und könnte mich jetzt hier einloggen und die halt bezahlen. Ich glaube Äpfel, weil man weiß, Afrika kann man schlafen. Und dann wird die Bestellung abgeschickt und dann geht das zum Produzenten. Der Produzent nimmt die 3 Kilo Äpfel, leider passen sie hier nicht in unseren Mini-Kühlschrank rein. So, und die werden dann vom Matten da reingepackt, der ist gekühlt und sozusagen wie eine gekühlte Päckchenstation, Packstation. Ja, da werden die reingepackt und dann erhält der Kunde einen Code, mit dem er sich dann, wenn er zum Beispiel von der Arbeit kommt, die Äpfel abholen kann. Oder auch jedes andere Produkt, was halt auf der Website verfügbar ist. Also die Boxen sind so gelegen, dass sie immer an großen Verkehrsstraßen oder Tankstellen sind, also wo man halt nach der Arbeit auch öfter lang fährt, also halt an offenen Wegen. Dann geht man hin mit dem Code, macht, geht da ran und holt sich das ab. Das wird maximal 2 Tage gelagert, nach 2 Tagen geht es dann, also nach 2 Tagen ist es dann irgendwann bald aufwächst und dann geht es dann an die Tafel. Damit halt nicht irgendwie, wenn ich mal vergesse, mein Obst abzuholen, dass das dann halt nicht unnötig da drin verschimmelt. Genau, dafür haben wir einmal als Beispiel die Box mit dem Lasercutter ausgeschnitten. Und auch ein schickes Logo. Ja, hier zeigt nochmal das Logo. Haben wir auch schon entworfen und dann haben wir noch die Webseite entwickelt. Genau. Genau, und bestimmt fragen Sie sich jetzt, warum dieses Projekt und wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen. Erstmal haben wir uns überlegt, dass wir den Bauern in der Region helfen wollen, da in den Supermärkten es inzwischen so einen großen Überfluss an verschiedenen Obstsorten gibt, die aber alle vom anderen Ende der Welt hierher geschickt werden, dass wir uns überlegt haben, wie können wir diesen Bauern helfen. Und deswegen haben wir dieses Konzept entwickelt, dass man halt mehr aus der Region kauft, da tut man was für die Umwelt und eben für die bessere Ernährung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wir bedanken uns auch nochmal bei unseren Mentoren und vor allen Dingen beim FabLab, das uns sehr doll geholfen hat beim Ausschneiden der, ob es jetzt beim Ausschneiden der Box war oder beim Drucken der Scharniere. Danke. Ja, ich wollte bloß ganz kurz nochmal den Teilnehmern danken im Prinzip, dass ihr da wart und ihr Spaß hattet. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Intention vom Chaos Computer Club, dass Menschen mit Technik lustige Dinge tun und Spaß haben. Und wenn ihr das weiter tun wollt, dann möchte ich euch bloß einladen, ihr könnt vorbeikommen bei uns hier lokal im Hackerspace, aber auch in euren Städten, wo ihr wohnt. Da gibt es vielleicht in der Nähe Räume vom Chaos Computer Club oder eben anderen Initiativen, die selber Hackerspaces betreiben. Da gibt es auch Webseiten für, also ihr könnt es einfach suchen, eine Maschine eurer Wahl oder bei hackerspaces.net da, ja, oder Org, auch hackerspace.org zum Beispiel. Da findet ihr die Plätze, wo ihr weiter an Projekten arbeiten könnt oder euch treffen könnt mit Leuten, die auch solche Interessen haben. Ja. Das wollte ich nur kurz loswerden. Ja, schön. Genau. Des Weiteren ist auch bald wieder die Code Week, zu der der Matthias schon mal Zeit hat. Ja. Okay. Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, es gibt diese fantastischen minzgrünen Beutel, wo Code Week draufsteht. Was hat es damit zu tun? Jugendpakt bin ich total froh, dass jetzt in diesem Jahr Jugendpakt Ost wieder den Code Week Award gewonnen hat. Code Week Award finanziert 15 Projekte in ganz Deutschland, die ziemlich coole Sachen machen. Sowas wie hier im letzten Jahr schon hat das Jugendpakt Süd mitgenommen und ich bin ganz gespannt, was im nächsten Jahr noch kommt. Aber wir steuern auf die Code Week zu und die ist im Oktober. Das könntet ihr euch vielleicht in euren Kalender einschreiben, weil dann gibt es in ganz Deutschland
wahnsinnig viele Projekte, die mit Coding zu tun haben, für Einsteiger, für Fortgeschrittene. Und wenn ihr da gucken wollt, wo da was in eurer Nähe ist, geht ihr auf die Webseite oder ihr bietet selbst irgendwie was an und zeigt Leuten, was ihr so drauf habt. Okay. Stattfinden. Wir laden wieder alle Jugendlichen aus ganz Deutschland ein, also auch ihr, die ihr hier sitzt und eingeladen habt, nach Berlin zu kommen, zur großen Abschlussveranstaltung vom 14. bis 16. Oktober. Genau, außerdem geht bei Jugendhakt dieses Jahr nochmal weiter. Wir werden nämlich internationaler. Es wird einen Jugendhakt Schweiz und einen Jugendhakt Österreich geben. Und worauf wir uns auch besonders freuen, wir haben eine Kooperation mit dem Goethe-Institut und werden nach Südkorea fahren. Genau, also wenn ihr da mehr Infos wollt, dann guckt auf unsere Newsletter, guckt auf unsere Webseite. Wird spannend. So, und als letzte Information habt ihr natürlich die Möglichkeit, alle eure Projekte, die hier entstanden sind am Wochenende, beim Deutschen Multimedia-Preis MB21 einzureichen. Ihr habt auch bestimmt schon diese schönen bunten Banner gesehen überall. Da habt ihr die Möglichkeit, bis zum 7. August eure Projekte einzureichen und dann gegebenenfalls auch im November zum Medienfestival nach Dresden eingeladen zu werden. Und jetzt heißt es Publikumspreis nicht vergessen. Genau, schreibt auf eure Zettel, geht auf diese Webseite, stimmt hier ab. Wir treffen uns wieder um 14 Uhr.